Wer würde, das ist so eine coole Frage, ne? Wer würde er mitten im Leben spielen? Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich mal wieder die Dini dabei. Und zwar drehen wir heute die coole Challenge, wer würde er, und es gibt bestimmt Stress hier. Bis gleich. Und viel Spaß. Und folgt mir auf Instagram. Wir haben uns richtig coole Schilder gebaut. Dini, das ist die und ich bin Andy. Wer würde so viel trinken, dass man dann ein Blackout hat? Alkohol? Ja. Was trinkt man denn sonst, dass man ein Blackout hat? Ich weiß nicht, so viel Wasser, dass man stirbt. 3, 2, 1. Also, ich möchte hier nicht sagen, dass ich viel trinke. Das stimmt gar nicht. Das ist nur, weil ich Polen bin. Das ist das. Hier wird man voll diskriminiert. Wer würde eher in den Knast kommen? 3, 2, 1. Oh, was? Weißt du warum? Wieso? Weil diese nette Dame, sie hat nämlich schon einen Führerschein und sie fährt manchmal, also immer, fährt sie ein bisschen schneller als erlaubt. Und dann würdest du eher in den Knast kommen. Weswegen würde ich denn in den Knast kommen? Was habe ich denn so böses mal gemacht? Weiß ich nicht. Ja, siehst du? Aber Hauptsache den Namen da. Nein, ja, das hier. Du irgendwas machst, dass du... Soll ich jemanden umbringen oder was? Steuern hinterziehen oder wie? Nein, das ist auf jeden Fall hier, die hier, ne? Wer würde sich eher ein super schlechtes Tattoo stechen lassen? 3, 2, 1. Nee. Nein. Nicht mal, wenn du irgendwann betrunken bist oder so? Nein, auch nicht dann. Niemals würde ich das machen. Nie. Nicht mit mir. Aber vielleicht, weißt du, denkst du in dem Moment, oh, das ist voll die geile Idee. Aber ich war noch nie so hardcore betrunken, dass ich meine Entscheidung irgendwie... Wie heißt das denn jetzt auf Deutsch? Dass ich meine Entscheidung so... Was? Egal, scheiß drauf. Schlecht entschieden habe, so, fertig. Wer würde eher ein Dixie-Klo sauber machen und dabei nicht kotzen? 3, 2, 1, los. Warum? Weil ich nicht so empfindlich bin wie du mit dem Würgereiz. Ich bin richtig empfindlich. Wenn ich sie sehe, dann denke ich auch... Hallo? Das war doch nur ein Witz. Ja. Wer würde jetzt sofort jemanden heiraten und ein Kind bekommen? Also einen Menschen, den man nicht liebt? Doch. Okay. 3, 2, 1. Einfach rumdenken, warum sag ich das von mir selber? Das Ding ist, ja. Ich sag lieber mein Leben. Okay, nächste Frage. Ja. Wer würde eher ein Polizeiauto klauen? 3, 2, 1. Nein, ich würde das nicht machen. Du kommst doch eh in den Knast, also kannst du auch noch ein Polizeiauto klauen. Also definitiv hier, ne? Nächstes YouTube-Video. Dini Bui klaut Polizeiauto. Wer würde eher komplett ohne Familie leben können? 3, 2, 1. Man denkt so, dass du richtig kalt bist. Ja, Mann, aber kriminell. Wer würde, das ist so eine coole Frage, ne? Wer würde er mitten im Leben spielen? Gar nicht. Ich sag dir, du bist kriminell, dann gehörst du auch dahin. Jetzt kommt meine letzte Frage. Mhm. Wer würde eher auswandern? 3, 2, 1. Was machst du da? Also ich will auch, aber sie will auch. Und ich glaube, sie wird es eher machen als ich. Ja. Sie könnte auch jetzt losfahren. Aber das Ding ist, hätte ich Geld, dann würde ich es auch machen. Aber habe ich nicht. Wer würde eher eine Schönheitsoperation machen? Aber ich auch. Also beide, aber sie würde es schneller machen. Also, weißt du, was ich meine? Du würdest es schneller machen und ich würde danach machen?
Also würdest du es dann eher machen, weißt du? Ja. Weißt du? Ja. Dann geht es um die Schnelligkeit hier. Nee, die Lippen würde ich mir nicht auch machen. Die Lippen würde ich mir auch nicht machen. Das ist schon so eine Mongo-Lippen. Das ist schlau. So, ihr Lieben, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst diesem Video einen Daumen nach oben. Und auf jeden Fall schreibt uns in die Kommentare, ob ihr bei manchen Entscheidungen anders gewählt hättet. Auf dieses Kanal haben wir auch ein Video gedreht und da waren richtig coole Fragen dabei. Also, schwitzen pur hier. Der Link befindet sich in der Infobox. Hier könnt ihr mich